Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Dritter Tag der Haushaltsdebatte. Bei den Beratungen über sein Ressort hob Innenminister Seehofer hervor, dass mehr Geld für Polizei und Integrationsmaßnahmen bereitgestellt werde. Deshalb sei dieser Etat vor allem ein Haushalt für die nationale Sicherheit. EU-Beratungen über Anbindung von Westbalkanländern. Die Staats- und Regierungschefs wollen auf ihrem Gipfel in Sofia heute eine weitere Annäherung beschließen. Zum Beispiel sollen Verkehrsverbindungen und Wirtschaftsbeziehungen verbessert werden. Damit will die EU die Westbalkanländer zu Reformen ermutigen. Entscheidung über Klage gegen Deutschland wegen zu hoher Luftverschmutzung. Die EU-Kommission will heute bekannt geben, ob sie vor den Europäischen Gerichtshof zieht. Hintergrund sind zu hohe Stickoxidwerte in vielen deutschen Städten, hauptsächlich verursacht durch Dieselfahrzeuge. Streit um Einnahmeausfälle bei der Lkw-Maut beigelegt. Der Bund einigte sich mit der Betreibergesellschaft Toll Collect auf einen Vergleich und wird mit 3,2 Milliarden Euro entschädigt. Die Lkw-Maut war erst 2005 eingeführt worden, 2 Jahre später als mit Toll Collect vereinbart. Atletico Madrid gewinnt Fußball-Europa League. Im Finale in Lyon besiegte der spanische Club Olympique Marseille mit 3:0. Mann des Abends war Frankreichs Nationalstürmer Griezmann, der 2 Tore erzielte. Das Wetter im Süden und Südosten, Schauer und Gewitter, im Norden und Westen häufig Sonnenschein, 13 bis 25 Grad.